Hallo mein Lieben, ich bin's wieder, die Merle. Heute ist Dienstag und ich habe den Freispringparcours für Nike und so aufgebaut. Ich filme jetzt aber nur, wie Nike springt, weil ich denke, die anderen Pferde interessieren euch ja nicht. Und dann stelle ich euch erstmal ab, damit ihr gut sehen könnt. So, also ich habe jetzt Nike ein bisschen springen lassen. Und ja, ich bringe jetzt erstmal auf sein Paddock und danach müsste ich mal die Box aus und dann reite ich ihn noch. Also ich habe jetzt erstmal Nike auf sein Paddock gestellt. Ich will mal kurz hin. Da hinten steht er. Und ja, ich misste jetzt erstmal kurz aus und danach fege ich mal die Stallgasse, weil die sieht nicht sehr ordentlich aus. Und heb dann nochmal die Sättel auf, die leider runtergefallen sind. Und ja. So, ich habe jetzt die Boxen ausgemistet. Ja, da hinten galoppiert gerade Zoe mit dem Pferd. Ja, ich fege jetzt gleich erstmal die Stallgasse. Wenn Zoe weg ist. Ja, jetzt ist sie weg. Und ja, also ich fege jetzt die Stallgasse gerade. Ach Mann, ich war zu schön aufgehangen. Also ich habe jetzt die Stallgasse so gut wie es ging gefegt. Und ich hole dann gleich jetzt nochmal Nike, um ihn dann zu putzen. Nike, komm her. So, also ich habe jetzt Nike schon mal gesattelt und aufgetrennt, bin auch schon aufgestiegen, das reicht mir zum Springplatz. Also ich habe jetzt mal nicht mit herlaufen lassen, weil Springen ist irgendwie auch langweilig. Ich springe jetzt aber noch einen Sprung, damit ihr auch nochmal seht, wie Nike und ich so springen. Und ja, dann nehme ich euch auf meiner Helmkamera mit. Ist dann mal ein bisschen gesprungen. Nike hat jetzt gerade einen Stein gerissen, ist doch nicht schlimm. Und ich bringe ihn jetzt in die Box und dann fahre ich auch nach Hause. So, ich habe jetzt Nike in die Box gebracht und dann sehen wir uns morgen wieder. Es war auch jetzt ein nicht langes Elfenbar, aber ist ja nicht schlimm. Dann bis morgen. Ciao!